So, jetzt fehlt eigentlich nur noch die passende Kleidung aus den 70ern plus die Musik. Und dann könnte es losgehen. Videro heißt das Ganze. Und das, was ihr gerade macht, ist Videro. Das heißt irgendwas mit Videro. Wo kommt der Name? Das könnte so Lebensfreude sein. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Da müsste ich mal Nina aus Marketing fragen. Die Nina, LMC, das ist auf deiner Brust geschrieben. Du bist die Designerin von LMC und hast noch ein bisschen Unterstützung durch eine große Agentur. Aber du entscheidest viel selber und hast auch die Macht, so ein bisschen Sachen zu verändern. Du hast ein bisschen getuned, kann man schon sagen, oder? Ja, also den Video, den habe ich halt komplett dann alleine gestaltet und geguckt, naja, wo setzt man halt welches Dekor ein, was kann man noch an den Klappen verbessern. Aber das sehen wir gleich. So, du bist eigentlich, ich sag mal, du hast früher im Lidl gestanden an der Kasse, oder? Nee. Also eigentlich, also was ich so gemacht habe, ist halt... Studiert hast du? Genau, ich habe halt erst eine Raumausstatterlehre gemacht und dann habe ich Design studiert. Ja. Also für alle, die jemals im Lidl an der Kasse standen, das weiß ich nicht abwertend, aber ich will so, da rutscht man nicht zufällig rein, sondern ich glaube, das ist ab der Kindheit, hast du schon gewusst, ich will die Welt verändern. Ja, also ich war immer schon Camperin und habe immer gesagt, irgendwas möchte ich hier gerne ändern und da ich immer kreativ war, wollte ich ja auch kreativ daran arbeiten. So, und du wolltest nicht mehr, dass Wohnwagen aussehen wie Wohnwagen, sondern die sollen aussehen wie schöne Apartments, oder? Wie tolle Hotels, oder? Ja, wie zu Hause einfach, dass man sich wohlfühlt, wenn man reingeht. Ja, und das hat sie gut gemacht, oder? Ich habe den neuen Videro noch nicht gesehen, aber das, was wir bisher gesehen haben, hat sie wirklich gut gemacht. So, und du bist die Marina und die Gianni, ihr beide kennt ihr schon vom letzten Dreh. Und ich finde toll, dass sie das komplett auch alleine entscheiden kann. Du stimmst dich aber schon ein bisschen ab mit dem Marketing, oder? Ja, also klar, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann verfolge ich das natürlich auch und ich bespreche das dann mit der Geschäftsführung und so weiter und wenn die dann das okay geben, dann passt das auch. Sag mal, du entwickelst das am Computer dann, in 3D oder wie funktioniert das? Genau, also am Computer über Rhino zum Beispiel oder halt per Procreate dann einfach. Procreate, ja. Also die Profis werden das kennen, was du benutzt. Kannst du das denn 3D, kannst du auch durch den Wagen gehen theoretisch? Kannst du da Personen reinstellen? Ja, das könnte ich eigentlich machen, ja. Kleine Personen, große, dicke, dünne? Alles Mögliche. Alles Mögliche. So, dann Gian, du musst noch mal bewachen. Ich gehe mal kurz mit der Marina mit, denn die Fahrzeuge, wir sind da heute am Pressetag. Es wird nicht wirklich wärmer, aber die Sonne scheint hier rein, denn die Heizung ist noch nicht an. Wir sind am Stand 1B11, am Stand von LMC, das ist ein Teil der Hümer-Gruppe. Ihr seid aber komplett selbstständig. Ja, genau. Ihr habt eine eigene Fabrik. Das heißt, es läuft nicht vom gleichen Band, denn irgendwas anderes von der Hümer-Gruppe, oder? Nee, also klar, beim Wohnwagen sind wir das Caravan Kompetenzcenter und haben auch Schwestermarken, die bei uns auch gebaut werden. Aber genau. Ah, okay. Das heißt, ihr seid OEM-Hersteller auch für eine Schwestermarke. Ja, genau. Okay, cool. Ja, das ist High-End hier, was wir sehen, oder? Ja. So, High-End muss aber nicht aussehen wie Barock, oder? Nein, auf gar keinen Fall. So, der Videro von vorne. Er hat diese, wie nennt man die nochmal, diese Leisten hier? Bug- und Hecksäulen. Bug- und Hecksäulen. Also da kann das Wasser optimal ablaufen. Der hat jetzt wirklich alles, was man hier zeigen möchte. Die Kurbelstützen sind von vorne zugänglich. Man sieht es hier. Man muss sich gar nicht groß bücken. Die haben sogar eine Verlängerung. Ja, Gott sei Dank. Also das war uns auch sehr wichtig, dass man einfach so drankommt, ohne dass man drunter herkrabbeln muss. Total praktisch. Also das ist ja mal alltagsgerecht, weil du kennst das. Ich habe mir vorher nämlich immer so eine Gummimatte drunter gelegt. Ansonsten, wenn es Wiese ist und die nass ist, ist alles nass und das brauchst du hier nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das sind so Kleinigkeiten. Ihr habt natürlich eine Waage mit drin, 150 Kilo Stützlast ist hier drauf. Ich glaube, der hat aber weniger, also dass man das mit einem normalen Auto auch ziehen kann. Die Seitenwand ist aus GFK, das ist ganz wichtig. Die ist sehr stoßresistent. Ja, also wenn da mal irgendwie ein Fahrrad gegenfällt oder mal irgendwie das Kind mal, keine Ahnung, gegenhaut oder so, da passiert nichts mit. Das finde ich total klasse. Das, wichtig bei GFK ist natürlich gegenüber diesem Riffelblech oder diesem Hammerschlag, was du hast, da kommt irgendwas dagegen. Ey, du ärgerst dich dein ganzes Leben lang, solange wie du den hast. Ja, das ist leider wirklich so. Und das hat man hier nicht. So, du hast einen festen Schlag, wenn du mal fest mal drauf haust. Lass mal. Nee, feste. Gian, komm mal her. Die kann das nicht so gut. Ja. Hau mal feste drauf, da ist zwar ein Grippe drunter, aber das machst du mit Alu nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. So, da wäre jetzt eine große Delle drin. Bitte nochmal feste. Ich brauche was für TikTok. Für TikTok. So, nochmal.
Ja, ich brauch's für TikTok. Bitte nochmal. Komm, noch einmal. Okay, danke schön. So, sie hat ihn fast nicht kaputt bekommen. So, aber das ist, glaube ich, das ist alltagsgerecht. Also passiert ja mal was. Man kann ja mal, irgendwas fällt dagegen. Der Stuhl fällt dagegen. Ja, oder Sturm oder so. Ne? Dann kann natürlich auch mal sein, gerade bei den ganzen Wetterphänomenen im Moment. Was ich cool finde, es hat keine Markise. Ja, und das ist so schön ohne Markise. Viele benutzen die gar nicht. Aber er hat eine Kederleiste. Kannst du denn ein Vorzelt einziehen? Ja, genau. So, es gibt ja jede Menge. Was ich geil finde, ist diese riesige Tür, die werden wir euch gleich mal zeigen. Denn die Aufbaubreite hier 70 Zentimeter. Wer baut denn 70 Zentimeter Türen? Wir. Nein, Häffle. Die meisten sind ja 60, aber ihr habt 70. Ja, genau. Also es war uns auch hier einfach bei dem Videro wichtig, dass man einfach komfortabel reinkommt und auch halt mit dem Wäschekorb gut da durchkommt. Das ist ja sonst immer ein kleines Problemchen. So, das können wir sehen, ja. Du kennst Adria? Ja. Die machen Hammer-Grundrisse, muss man schon sagen. Also wenn man denen nichts nachsagen kann, aber die Grundrisse teilweise mit hochklappbaren Betten und so weiter. Das hier ist so ein Grundriss, wo ich sagen muss, die beiden Zwillinge, Jan und deine Schwester, wenn ich die damals mitgenommen hätte und so einen Wohnwagen gehabt hätte. Wir waren mal im Wohnwagen unterwegs, weißt du das noch? Die Sophie und du. Oh. Ja, wir waren in Zandvoort, wir waren in Österreich, nicht in Österreich, in Niederlanden waren wir unterwegs. Das war aber nicht allzu lange her, oder? Nicht, nee, doch. So 10 Jahre. Nee, so ungefähr 20 oder echt? So. Ja, doch. Aber wir haben da doch Sachen gemacht, die keine Kinder machen sollten. Nee, das war damals mit dem Raimund, der hat mir den Wohnwagen damals geliehen, kannst du dich erinnern. So, das ist das Heck, also vom Videro. Dann hast du hier eine Besonderheit, du hast nämlich zwei Stockbetten und die Stockbetten, die können auch benutzt werden. Wenn du hier mal diese riesen Tür mal zumachst, 70 Zentimeter. Hartal, da habe ich mich vertan. Hartal. Ja, es ist auch ein toller Hersteller. Ist im Premium-Bereich Hartal ansässig. Und sie dreht in die richtige Richtung, öffnet diese Tür. Und ja, es hat was damit zu tun, dass du dieses Bett hochklappen kannst. Und was kannst du dann zum Beispiel reinmachen? Ein Fahrrad. Oder? Hundeboxen. Hundeboxen, ja. Ja, habe ich auch gedacht. Die Hundeboxen, das heißt, die Hunde könntest du von außen beladen, könntest warten, bis sie trocken sind und dann dürfen die innen rein. Ja, also ich hatte meine Hunde hier auch schon drin. Die Hündin, die hat sich da richtig wohl gefühlt, die fand das so toll. Die fand das happy. Ja, die liebt das. So, und wenn man hier durchguckt, dann siehst du, das ist ein Schlafplatz. Der ist normalerweise geschlossen. Hier sieht man auch sehr schön, wie ihr hier zum Beispiel die ganzen Luftschläuche geschützt habt, dass da nichts passieren kann. Genau, da haben wir extra darauf geachtet, dass beim Beladen halt nichts dagegen kommen könnte oder beschädigt werden könnte. Und das ist einfach das A und O. Bitte diese kleinen Löcher, die hier drin sind, nicht zumachen. Das ist absichtlich perforiert. Ja, richtig. Ja, damit da nämlich die Wärme rauskommt. So, mach mal zu. Und dann auch ganz wichtiger Hinweis, viele machen da Stauraumsysteme in die Türen rein. Nicht machen, weil nichts an die Tür hängen, denn man verzieht sich die Türen, die werden dann undicht. Und das ist dann keine Garantie mehr. So, das siehst du sehr schön. Also diese breite Tür, wenn du mal durchgehst, Jan, du hast jetzt das richtige Michelin-Männchen. In jedem Video wird meine Jacke gedisst. Aber es ist auch kalt hier drin, ja. So, und das ist natürlich der Traum. Da würde ich jetzt als Erwachsener auch noch drin schlafen. Ja. 80 Kilo wäre zwar allerdings ein bisschen sportlich, aber ich glaube, das ist auch überbewertet. Oder vielleicht unten schlafen, das ist dann besser, oder? Unten schlafen, ist auch gemütlicher. So, geh mal rein, John. So, das optional gibt es auch als Dreier, oder? Ja, genau. Immer bei uns im Kinderbettgrundriss gibt es das immer als Dreier-Etagenbett optional. So, die Jan kriegst gleich noch ein bisschen Spielzeug und dein Nachtleselicht, ja. Und hier oben, das ist ein ganz toller Familiengrundriss, oder? Ja, also ich liebe den auch. Ich finde den so schön. Auch wenn du jetzt mit Freundinnen unterwegs wärst, 4 Stück. Es gibt ja auch welche, mit denen willst du ja nicht in einem Bett schlafen, ja. Oder jemand schnarcht, den kann man dann nach hinten vertrachten. Okay, so und dann, warte, ich gehe mal ganz durch, bleib mal da, dass ihr genau da bleibt. Dann zeige ich mal gerade, auch hier haben wir wieder diesen tollen Japandi-Style. Jan und Marina zusammen mit dem neuen Kombi-Kochfeld von Tedford. Induktion und Gas in einem Kochfeld. Das Ganze natürlich zertifiziert für den Einsatz in Reisemobilen und Wohnmobilen und Wohnwagen. Und eine Face-to-Face-Sitzgruppe, zumindest mal, wenn du dich mal hier hinsetzt, Marina. Dann könnt ihr beide nämlich euch anschauen. So eine Art, ja. Und man kann sich auch hier in die Ecke reinpflanzen und ja, jetzt kann der Rosenmontag kommen, oder?
und ihr stellt euch nach Köln auf den Campingplatz und... Bitte was? Ja, genau. Wir gehen als Michelin-Männchen. Ja, du schon. Ja, ich schon. So, hier ist die Küche. Viel Stauraum. Ach, das können wir mal kurz blicken lassen. Ihr habt diese Multirail mit drin. Ja, mach ruhig mal auf. Okay. 10 Kilo. Ja. Schöne große Schublade für Besteck. Davon 3 Stück. Und ich glaube, die dritte ist auch eine Schublade, ne? Ja, richtig. Also für Töpfe und Pfannen hat man hier einfach ausreichend Platz. Das kenne ich nur bei Tabata. Ist die untere nämlich nie eine Schublade. Es ist immer, nur so ein Fach. Ich glaube, die ganz unten ist auch eine Schublade. Mach mal auf. Sollt ihr mal sehen, weil tatsächlich. Also es ist so, man kann denn die Tiefe nicht ganz nutzen, aber genau. In der Praxis muss man sagen, ist das doch praktischer, ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch, ich sag mal, wenn man jetzt hier in der zweiten Schublade Töpfe und Pfannen lagert und hier noch irgendwie Gewürze oder was weiß ich, was man noch alles braucht, dann hat man hier einfach genügend Platz. Toll. Also ein ganz anderes Design. Es gibt ja viele Wohnwagenhersteller. Du guckst dich ja auch wahrscheinlich. Hast du Zeit, auf den Messen mal zu gucken, was die anderen machen? Ja, also die Zeit muss ich mir auch nehmen. Das ist auch einfach wichtig. Da darfst du fotografieren in den Dingen. Ja, klar. Ja, klar. Ist das so, dass du dich vorher anmeldest oder kennen die dich schon manchmal? Meistens geht man dann inkognito. Jetzt inkognito einfach mal rein. Ich glaube, die meisten würden auch gar nicht glauben, dass du die Chefdesignerin bist von LMC. Da gehst du, die würden denken, ja, das ist hier, ich sag mal, eine ganz tolle Messe, Horst Hostess oder so irgendwas, die da ist, die einfach nur mal gucken geht. Die hat heute frei. Ja, sieht schon sehr schick aus, ne? Schon, oder? Ja. So, bitte mal aufs Bett, Marina. Und vielleicht du mal auch mal, Can, wenn du gerade dabei bist. Dass wir einfach mal zeigen, so dieses Aufräumen mit dem französischen Bett. Weil viele sagen nämlich, das Bett, übrigens hier mit den Schuhen, wenn ihr jetzt irgendwie schreit, das ist so auf der Messe. Ich glaube, alles, was hier ist, kommt einmal in den großen, in die ganz große Waschmaschine. Dann anschließend wird desinfiziert. Und ihr habt ein eigenes Team, was nichts anderes macht, als hier aufzuräumen jeden Tag, oder? Ja. Also man hilft natürlich immer, wo man kann. Und wenn man dann was sieht, dann packt man auch schnell mal weg. Das geht eigentlich recht fix. So, und das ist übrigens, da kann man mal schön sehen, wie viel Platz das ist. Und das französische Bett, also 2 Personen können hier locker schlafen, oder? Das ist wirklich toll. Ich habe also auch gedacht, dass man nicht so gut hier von der Breite reinpasst, aber ich bin jetzt nicht klein. Die Ecke geht auch gut. Ja, ne? Ja. Also viele denken, das wäre viel zu klein. Auch hier die Füße, die passen genau hier unter das unter den Schrank drunter. Und da hast du die integrierte Kleiderschrankbeleuchtung. Das sind auch so Kleinigkeiten. Du machst einen Schrank auf und der ist dunkel. Und das habt ihr hier mit eingebaut. Das sind die, man herausnehmen kann, oder? Ja, genau. Die kannst du rausnehmen, kosten nur Centbeträge eigentlich, aber wenn sie nicht drin sind, ist dunkel. Und das ist sehr ärgerlich. Die haben eine LDR mit drin, das heißt, die gucken, ob die Schranktür einfach auf und zu ist mit einer Leuchtdiode. Ja. Cool. Mach mal hier auf, das ist ein Heckbad und mit integrierter Dusche. Jetzt gucke ich mal gerade. Ja, ist die Duschversion, ist auch hier eingebaut mit einem Duschvorhang und einem verschiebbaren Waschbecken. Hab ich auch gerade gelesen. Guck mal, es steht alles hier. Ich brauche keine Moderationskarten. Alles ist da. Kann man das dann rausziehen? Ja, genau. Oder? Okay, ja, probier mal. Stopp. Komm mal raus, Can. Was denn? Ah, ich kann nicht filmen wegen deiner Jacke. Jetzt, ja, das ist gut. Ja. Nicht nur wegen der Jacke? Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist cool. Sehr praktisch. Und das Ganze verriegeln da mit dem Knopf links. Zeig mal. Mach mal zu. So, und jetzt? Feierabend. Ja. Es kann so einfach sein manchmal, oder? Das ist sehr cool. Das ist echt gut, Marina. Wer kam auf die Idee? Ein Hersteller? Nee, unsere Konstruktion. Die Konstruktion. Mhm. Habt ihr das entwickelt? Ich glaube, das gab's schon. Das gab's schon. So, und hier? Das ist ja auch genial. Das heißt, du hast das ganze Zeug so gemacht. Es geht wahrscheinlich nach oben auf. Nee, zur Seite. Push to open. Der demnächst ist Push. Ist ein Prototyp, höre ich gerade. Ja. Also eure Prototypen sind aber ganz witzig. Die sehen so aus, als könnten sie schon in die Serie gehen. Ihr habt wahrscheinlich eine eigene Prototypmanufaktur, oder? Ja, also wir haben sowas wie einen Musterbau. Da bauen wir dann immer ein paar Baugruppen auf und schauen dann, ob das so passt. Und dann lassen wir erstmal einen Wohnwagen im Band durchlaufen und dann gucken wir, okay, hier muss noch was geändert werden und da, das passt nicht so ganz. Ja, und dann ist der erste Proto fertig. So, und das ist Proto, hast du gehört? Der Proto.
Und das ist der Japani-Style. Klemm mich mal auf, was ist das? Skandinavisch gemixt mit Japanisch. Ja, perfekt. Ja, Japani. Skandinavisch mit. Und hier drunter, ich kenne diesen Grundriss aus Wohnmobilen, da hast du den riesen Stauraum. Kann man das anliften eigentlich? Geht das? Oh ja. Zieh mal hoch. Und da geht es komplett auf und dann kannst du hier, ja, da kannst du den ganzen Hausrat verstauen. Sag ja. Ja. So, so hier finden. Ich finde es praktisch, dass man hier die Dusche nutzen kann und dann im Prinzip hier sich fertig machen kann. Dann stört man die andere Person nicht. Weil hinter dir ist nämlich auch nochmal ein Spiegel. Der fehlt bei uns. Der? Wir haben keinen zweiten. Nee, wir haben keinen zweiten Spiegel. Ja. In dem Concorde. Zumindest mal nicht so, dass. Das stimmt nicht. Nee, da ist kein zweiter Spiegel. Doch, aber da hängt das Handtuch davor. Wenn du die Glastür zumachst, ist da ja, noch ein aber Spiegel im Zwischenraum. Wenn du aber den. Ist egal. Aber da ist keine Steckdose und keine Ablage. Das heißt, im Prinzip wäre das jetzt nicht so schön geregelt wie hier. Geh mal rein, ich zeig mal gerade den Riesenspiegel, der hier drin ist. Also da sieht man die Jan schon zweimal. Also das ist der Spiegel. Und der fällt im ersten Augenblick gar nicht auf. Inklusive natürlich der ganzen Führungen. Das ist ja schon ein Highlight, so ein Wohnwagen. Das Ganze ist natürlich, wenn du nach Amerika gehst, da lachen die sich tot. Da bauen die in so Wohnwagen hier 3 Slideouts ein und so weiter. Die können anders ziehen. Das ist, ihr müsst ja leicht bauen. Genau, ist halt eine ganz andere Vorgabe, die haben. Und die können natürlich viel mehr machen, was sowas angeht. Die Amerikaner kommen gerade auf den Deutschen. Das Thema Leichtbau explodiert da gerade in Amerika. Ja, weil die auch mit kleinen Autos, Elektroautos mittlerweile, werden die auch mit konfrontiert. Mhm. Da darf es ja nicht so schwer sein, ja. Ja, genau. Das ist auch einfach Thema bei uns. E-Autos kommen auch immer mehr und da muss man natürlich auch drauf achten und das im Blick haben. Ja, man kann sich vereinzeln. Zeig mal bitte. Das ist hier so ein Vorhang, den du zumachen kannst. Nee, wie nennt man das? Ein Plissé. Ein Vorhang. Ist natürlich kein Vorhang, aber ein die Männer. So, und das ist die Ecke, die dir so gut gefällt, Jan. Ja. Finde ich schön. Hat wahrscheinlich auch genau eine Steckdose für zum Beispiel den Föhn. Und dann kann man sich hier fertig machen. Ja. Das gefällt mir. Sehr gut. Boah, also ich muss schon wieder sagen, das hier ist wieder eine 1 mit Sternchen. Weil der Grundriss, ich glaube, dass das auch vielen Älteren gut gefällt. Also weil das helle, die hellen Holzfarben nicht so altbacken, weißt du. Man muss ja schon aufpassen, weil ihr habt ja auch viele ältere Kunden. Die kannst ja nicht von Kopf treten. Nee, genau. Also Gott sei Dank ist es ja so, dass die Leute sich auch weiterentwickeln und auch das Moderne lieben. So, und der Kleiderschrank, das ist immer die Frechheit hier in so einem Wohnwagen. Dann kaufst du ein Wohnmobil für 200.000 Euro und da hast du nicht so einen großen Kleiderschrank wie hier drin. Der Kleiderschrank ist immer das Highlight im Wohnwagen. Und der ist ja riesig. Boah, und da unten ist die Fernsehvorbereitung, da sieht man es. Radkasten. Mach mal zu bitte, Marina. Und also bin beeindruckt. Der große Kühlschrank, den mal bitte öffnen. Das Ganze als Kompressorausführung mit einer ganz besonderen Funktion, nämlich der Nachtfunktion, wo man das Ganze sehr, sehr leise schalten kann. Und ja, so groß wie die Marina. Ja. Der Kühlschrank. Oh, ihr könnt auch so rein. Ja, der ist auf jeden Fall, guck mal hier. Ist schon der kalt genug hier. Ja. Ist schon kalt genug hier. So, mach mal zu. Und Kleinigkeiten wie hier zum Beispiel eine Naturschieferoberfläche. Auch da hast du ja was bei gedacht, das soll ja edel aussehen. Genau, sehr hochwertig und es fühlt sich auch schön an, also so wirklich, als wenn es Stein wäre. Hm. Also ich glaube, LMC muss man echt umparken im Kopf. Das ist nicht mehr so, LMC hatte ich so ein bisschen so als so diese bunte, fröhliche Münsterländer Barock. Nee, das sagen ja viele noch, das ist vorbei, oder? Ja, also das ist definitiv vorbei und wir haben jetzt die Designsprache und da entwickeln wir uns auch langsam hin. Ich habe das nicht erfunden, weil viele, die reinkamen, die sagen so, ach, LMC, ja, ganz nett. Aber das ist aber schon länger so. Also ich habe beim Freistaat, habe ich ja öfter mal LMC gedreht. Und da sind mir eure Wohnmobile aufgefallen als besonders pfiffig. Also was den Innenraum anging. Guck dir mal die alten Videos von vor 3 Jahren von mir an, wie ich da über LMC spreche. Und du wirst begeistert sein, weil mir das Design damals schon echt gut gefallen hat, die Farbwahl. Und da kannten wir uns noch gar nicht. Nee, genau. Also da muss ich mir die unbedingt mal angucken. Guck mal an, 2021er LMC, gib mal ein. Mhm. Da kommen ganz viele meiner Videos. Hab damals wenig Wohnwagen gefilmt, aber viele Wohnmobile. Mhm. Ja, mach mal oben bitte auf. Zeitloses Design hast du es genannt. Das finde ich auch absolut zutreffend. Und Vollkorpusmöbel natürlich. Das heißt auch hinten abgeschlossen. Komm, wir gehen raus. Und aber zunächst zeigen wir noch mal etwas, das wir vergessen haben. Den kleinen Kleiderschrank direkt am Eingang.
da kannst du denn noch zum Beispiel die ganzen Windeln reinmachen für die Kids. Ja, genau. Oder ja, so kleine Klamotten, so Unterwäsche oder sowas. Passt da auch ganz gut rein. Unterhemd. Die Jan hat übrigens, als wir ins Wohnmobil reingingen, was die gemacht hat, die hat erstmal mehrere Schränke leergeräumt, ja, wo Zeug von mir drin war. Und hat gemeint, ach, brauchst du den Schrank? Und nein. Echt? Aber wenn man immer so auf Messen unterwegs ist und dann, das sammelt sich alles. Ja. Weil jemand räumt den Wohnwagen ja nie aus. Doch, wenn der jetzt verkauft wird. Wenn er verkauft wird wieder. Zum Glück werden die öfter. Die keiner braucht. Übrigens noch eine tolle Geschichte. Alles ist dimmbar jetzt und ein Bussystem. Das kann ich von mehreren Stellen dann auch bedienen. Und ja, 70 cm Tür, das ist sowieso das Highlight. Also wie einfach kann man hier rein und raus gehen. Und das ist gut. Ja, wir sind am Stand von LMC zusammen mit Marina, der Designerin von LMC, auf dem Pressetag. Das sieht man hier übrigens sehr schön, denn das wird morgen weggeräumt. Hier kommt auch noch Teppich hin, hier in der Mitte, oder? Ja, genau. Damit es auch schön aussieht. Also die werden heute Nacht noch durcharbeiten. Wir filmen nämlich heute am Freitag. Morgen ist offizieller Tag. Dann sind noch solche Paletten wie hier bei Forster weg. Ihr seid in Halle 1. Ja. Und unübersehbar, die Halle 1 ist die größte Halle, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Und jetzt mit der Sonne ist auch schön. Sehr schön, ja, das werden wir sehen. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Marina. Der Videro 580K. K steht für Kinder, nehme ich an, oder? Ja, K steht für Kinder, höre ich gerade. Und besonders schön ist die Mülltonne von Alba, die vor uns ist. Aber dafür habt ihr die Videos früher. Denn nur heute hatten wir so viel Zeit, um das Ganze zu drehen. Tschüss.